Guten Morgen nochmals, liebe Zuschauer. Jetzt hier mit dem JFD Live Trading TV am 18. Februar. Nachdem wir heute Morgen schon das Devisenradar besprochen haben und der Euro sich hier, beziehungsweise der Euro gegenüber dem japanischen Yen, sich hierbei vielmehr versucht weiter zu stabilisieren und gegebenenfalls nach oben zu streben, wollen wir uns jetzt hier fern der Devisen dem DAX widmen. Übrigens auch jetzt gleich interessant, British Pfund, US-Dollar, Cable. Es kommt gleich einiges an News. Gegebenenfalls werden wir dann in Kürze nochmal eine Sendung im Anschluss an diese Events hier sozusagen nochmal abhalten. Aber jetzt Fokus DAX ganz klar. Was ist passiert? Wir haben hier beim DAX die Marke von 10.900 Punkten jetzt nach oben durchbrochen. Das Level, also beziehungsweise gestern schon 10.900 Punkten erobert. Dann hier jetzt heute den Widerstand von 10.950 Punkten, der einst hier am 16. Februar als Unterstützung diente, gnadenlos aufgegeben wurde. Hier beim zweiten Haltepunkt 10.790, 10.800 Punkten fand der DAX dann seinen Halt und jetzt schraubt er sich hier sukzessive weiter nach oben. Der Wochentag selber, entgegen gestern, haben wir heute hier eine ausgeglichene Tendenz mit Blick auf die letzten 52 Wochen, also von der statistischen Seite jetzt keine Indikation, wenngleich wir in Kürze dann auch nochmal auf die Intraday Fuzzy-Vektorlogik schauen, die ich auch heute schon morgen im JFD Desktop reinstellte im Stream. Also hier deutete sich ja schon nach positiver Öffnung entsprechende Fortsetzung der Aufwärtstendenz an. Den Chart holen wir uns gleich rein. Jetzt wollen wir das Bild aber eben abgleichen mit den live gegebenen Gegebenheiten, die wir hier sehen. Und faktisch kann gesagt werden, dass wenn wir oberhalb von 10.950 Punkten verbleiben, das ist eigentlich heute jetzt hier die Maßgabe. Dann sieht es gut aus, dass der Index auch Richtung 11.000 Punkten rausziehen kann, dass wir dieses Niveau nochmal sehen. Wir sehen hier nochmal Tageschart. Das große Bild lädt sehr, sehr deutlich dazu ein, dass wenn wir eben jetzt hier auch die Marke von 10.950/10.850 hier nicht nochmal unterschreiten, hier erstmal weitere Luft nach oben haben und die bekannten Ziellevels, Sie kennen das schon, wenn Sie regelmäßig zuschauen, 11.350, 11.400 Punkte. Das ist das nächste Niveau der Niveaus, die wir anlaufen wollen. DAX, wie gesagt, nochmal Stundenchart größer aufgerufen. Wir sind hier noch nicht im überkauften Bereich, wie es so schön heißt, aber selbst wenn der Bereich hier erreicht ist beim RSI-Oszillator, heißt das nicht, dass der Markt drehen muss. Bei starken Trendbewegungen kann er auch über Tage, Wochen, Anführungszeichen Monate im überkauften Bereich sein. Wenn der Markt sich nach oben schraubt, dann tut das einfach. Aber hier oben eben hier knapp 11.000 Punkte, das ist die nächste runde Hausmarke. Wir sind da 30 Punkte nur weg von. Das gilt es anzulaufen. Am Nachmittag haben wir hier aus den USA noch einiges an News wieder. Man darf mal sehen, wie der DAX darauf reagiert. Ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal kurz die Intraday-Gegebenheiten zum DAX mal zeigen. Und zwar hier in der Rainbow Intraday-Beschau ganz einfach und schmerzlos. Hier den M15, hier den H1 und hier den M5. Also hier 5 Minuten Kerzen. Und da sehen wir, dass rein von der Rainbow-Struktur der DAX hier im M15-Chart-Intervall uneins ist, wenngleich hier eine leicht positivere Auffächerung schon zu sehen ist. Ja, positive Auffächerung bedeutet, dass hier praktisch die Rainbow-Farben, die hier die unteren trägen gleitenden Durchschnitte darstellt, dass die klar aufgefächert sind. Und wenn es hier eben so einen Spin gibt, vom Positiven hier ins Negative und die Rainbow-Farben schön zu sehen sind, dann darf man davon ausgehen, dass die Trendbewegung eben wieder Fahrt in die Rainbow-Tendenz aufweist. Und hier sehen wir jetzt so einen positiven Spin, also hier praktisch die Preis-Action hier positiv sich entwickeln und das dürfte durchaus dazu führen, dass der DAX hier noch ein Stück weit nach oben ansteigen kann. Wenn wir hier den 5-Minuten-Chart uns anschauen, wir sehen, wir haben hier 38 Punkte, 38, sorry, 83, rund 84 Punkte zurückgelegt im Schnitt der DAX hier mit 150 roundabout unterwegs. Und das soll heißen, hier gibt es wirklich, wie gesagt, einiges an Potenzial. Wir sehen im Intraday 5-Minuten-Chart sehr schön hier auf das gestrige Hoch, was hier außerbörslich markiert wurde. Aber genau dieses Level ist es eben, wo der DAX sich jetzt halten sollte. Kurzfristige Rücksetzer könnten hier, auch weil sich gerade im 5-Minuten-Chart die Rainbow-Struktur schon deutlich bullisch zeigt, wenn wir jetzt hier mal ein Stück weit rausgehen, haben wir hier bereits am gestrigen Nachmittag hier einen schönen Spin gesehen. Hier über die Asia-Session hinweg hat sich nichts Negatives eingestellt und mit Start der European-Session haben wir eben jetzt hier eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung, die weiteres Potenzial verspricht. Der DAX also hier durchaus interessant auf der Oberseite und hier mit dem Blick auf den Stundenchart wichtig, dass wir eben nicht 10.950 nochmal überschreiten. Darüber sollten wir bleiben, dann haben wir 11.000 als nächstes Ziel und darüber hinaus die nächste runde Marke 11.050 Punkte etwa. Man kann auch hergehen und hier, wie auch unlängst mal geschehen,
solche Projektionscluster machen von gewissen Bewegungsimpulsen. Da wäre es zum Beispiel an der Zeit, hier dieses Rechteck zum Beispiel zu kopieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten jetzt hier vom jüngsten Aufwärtsimpuls hier eine ähnliche Strecke, vom letzten Verlaufstief sozusagen, Projektion nach oben, aha. Es kommt schon annähernd hin. Das geht hier nicht um eine Atomwissenschaft, aber es kommt annähernd hin. Im letzten Bewegungstief hier gesehen, sind wir jetzt hier in einem interessanten Niveau. Aber, legen noch einen drauf. Na komm schon. Deutlich nach oben kann es gehen, wenn wir die 11.000-Punkte-Marke durchknacken. Der Markt ist weiter bullisch. Was will man machen? Warum soll man denn hier den großen Bären ausrufen, wenn es keine Möglichkeit dazu gibt? Der Markt will hier weitere hoch sehen. Insofern wird es mal interessant zu beobachten sein, was hier passiert. British Pfund, US-Dollar knallt hier übrigens gerade durch die Decke auf neue Hochs. Schauen wir uns, wie gesagt, dann gleich mal an. Ich will Ihnen aber zunächst mal die FTSE-Logik zeigen vom DAX. Wie heute im Desktop schon dargestellt, haben wir hier die FTSE-Vektorlogik, also hier die Vorausschau. Und da sehen Sie, dass hier rein tendenziell während der nächsten Stunden hier ein sehr, sehr bullisches Momentum auftauchen dürfte. Jetzt sehen wir auch schon hier mal mit dem Blick auf den Stundenchart, was morgen passieren könnte. Das ist natürlich hier eine ganz klare Kristallkugel-Vorausschau. Das heißt nicht, dass das passieren wird. Ja, aber wir sehen hier sehr schön, dass der DAX hier aktuell in einem sehr, sehr schönen Aufwärtsflow ist, den auch theoretisch bis zum 10er-Handelsschluss durchhalten dürfte. Dann morgen nochmals positive Eröffnung. Hier sind keine Overnight-Kurse drin, sondern rein etc. Und dann könnte es hier bergab gehen. Wir werden beobachten, ob das morgen passiert. DAX in jedem Fall sehr, sehr interessant gerade in seiner Erscheinung. Und insofern sollte man hier den Bullen reiten, solange das auch will. Kurz, wie schon angekündigt, mal zum britischen Pfund geschaut. Der knallt hier, wie gesagt, gerade aufgrund der News durch nach oben. Das werden wir dann gleich mal auswerten. Hier gerade im 15 Minuten Chartintervall, Rainbow-Struktur etwas dürftig, eher die bärische Tendenz am Morgen, wenn wir das mal hier so ein bisschen aufsondern, aber gerade zu News kann hier das Bild generell kippen. Wir sind gerade 81 Pips gelaufen, haben das gestrige Tageshoch hier überwunden, schon sehr, sehr dynamisch. Und wenn Sie hier sehen, die durchschnittliche Range bewegt sich so um die 90 Pips. Das heißt, rein statistisch ist hier nicht mehr viel Luft nach oben, aber wenn das Cable mal Fahrt aufgenommen hat, dann darf man sich hier unter Umständen auch auf noch mehr freuen. Jetzt hier nächstes Ziel, in jedem Fall hier das vom 16. Februar. Da sollte er jetzt ranlaufen. Wenn wir da deutlich ausbrechen, kann es auch ein Over-Range-Day werden. Aber für meinen Geschmack dürfte sich dann hier die Lage beruhigen. So viel kurz zur Beschau des aktuellen Marktgeschehens, liebe Zuschauer. Ich sage danke fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn Sie später nochmal dabei sind. In diesem Zusammenhang noch einen schönen Tag und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Tschüss.